Das große Fest lässt sich aus der Luft schon langsam erahnen. Das Riesenrad läuft nämlich schon. Ansonsten wird an vielen Stellen noch aufgebaut. Auch an der Radio Bremen Bühne auf dem Parkplatz am Neuen Hafen. Wir müssen jetzt noch Ton und Licht und Video installieren. Hier kommt noch eine große LED-Wand hin. Wir sind jetzt gerade dabei, die Lautsprechersysteme zu installieren. Wir bauen das Licht ein und morgen werden wir dann das Feintuning machen. Die Bühne an der Waterkant muss natürlich auch gegen plötzlich auftretende Windböen gesichert werden. Im Neuen Hafen sollen für die maritimen Tage rund 80 Segel- und Motorschiffe zu sehen sein. Die ersten Gastschiffe werden hier morgen erwartet. Dafür müssen dann die einheimischen Schiffe etwas zusammenrücken. Viele Budenbetreiber sind mit dem Aufbau fast fertig. Einige haben sogar heute schon geöffnet. Ja, nur erstmal wird alles schön aufgebaut und dann wird viel geputzt. Und dann müssen wir alles schick machen, damit die Gäste nachher auch zufrieden sind und alles ordentlich aussieht. In der Frittenbude ein paar Schritte weiter freut sich die Betreiberin vor allem auf die Konzerte. Abends wird es natürlich richtig voll, ne? Da stehen die hier Schlange. Ja, wenn hier die Bühne richtig loslegt, dann geht's rund. Die maritimen Tage finden einmal im Jahr rund um den Neuen Hafen statt. Ein Touristenmagnet und ein Highlight für die Einheimischen. Ich gehe immer rüber, gucke mir an, was alles so geboten wird und ja, hör zu, wenn Musik ist, wenn Chöre singen. Und es gibt einige Buden, wo man nett sitzen kann, was essen kann, aber dann auch sind natürlich viele Leute, die auch nach Bremerhaven kommen und Bremerhaven kann den Tourismus natürlich auch gut gebrauchen. Viele Leute kommen und kommen. Ich find's gut. Doch die Menschenmassen, die hier flanieren sollen, bringen auch ihre Autos mit. Dann bekomme ich keinen Parkplatz, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit. Das ist schon mal ein Problem. Die Tourismusverantwortlichen rechnen aber nicht mit größeren Verkehrsproblemen. Vor allem, weil rechtzeitig zu den maritimen Tagen die Baustelle auf dem Autobahnzubringer wieder weg ist. Zunächst einmal freuen wir uns, dass wir insgesamt über 1200 Parkplätze in der Innenstadt zur Verfügung haben, um die Gäste auch entsprechend in der Stadt unterbringen zu können. Wir hoffen, dass die Menschen, die uns besuchen werden, vorab sich informieren darüber, wo und wie in Bremerhaven geparkt werden kann. Denn die Bahn wird zum Problem. Am Wochenende fährt nur die Nordwestbahn, die DB bietet nur Busverkehr. Für viele, die hier feiern wollen, sicher ein Grund mehr, das Auto zu nehmen. Dann müssen sie nur noch einen Parkplatz finden.